PC Building Simulator, Folge 35. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, also heute in dieser Session macht es mir das Spiel echt nicht leicht. Es macht mir eher das Leben schwer und es liegt nicht an einer Unkonzentriertheit meinerseits, sondern weil das Spiel irgendwelche Extrawünsche hat und irgendwie, weiß auch nicht, wie ich sagen soll, Dinge macht, mit denen ich nicht gerechnet habe. Teile, die nicht passen und was weiß ich was. Ich habe jetzt in der Pause, wie versprochen, einmal nachgeschaut, was für ein Netzteil verbaut war bei dem PC, wo wir eigentlich nur die PSU hätten ersetzen müssen. Das war dieser PC. Und zwar hatte sie verbaut, ich habe es aufgeschrieben, ein Cooler Master MWE Bronze 500. So. Und versucht einzubauen hatten wir... Mal gucken. Ach so, wir hatten einen Cooler Master MWE Bronze 550. Was ich jetzt nicht verstehe, das macht doch keinen Sinn. Das ist doch dasselbe. Das sind nur 50 mehr. Ist irgendwie mit der Kabellage was falsch gewesen oder so? Das ist doch nur 50 Watt mehr. Das ist dasselbe im Netzteil. Sie hatte das MWE Bronze 500 und das ist das MWE Bronze 550. Warum sollen das jetzt auf einmal nicht passen? Das verstehe ich nicht. Das ist dasselbe, nur 50 Watt mehr. Das macht doch keinen... Jetzt muss ich mir das nochmal anschauen. Ich check's nicht. Das ergibt... Hä? Lag's an irgendwelchen Kabeln oder... Oder buggt das Spiel jetzt? Das kann doch nicht sein. Oder ist es vielleicht die Verkleidung? Könnte ich jetzt vielleicht... habe ich mich da irgendwie... das ist die Verkleidung gewesen. Ach so, ja, was weiß denn ich? Ich kenne sowas nicht. Also ich habe nie behauptet, dass ich hier, keine Ahnung, Linus bin oder sonst so jemand. Wenn jemand den YouTube-Channel kennt. Ich kenne auch so eine Verkleidungsart nicht. Okay. Ja, mein Gott, erschießt mich. Ganz ehrlich, erschießt mich. Es war also durchaus richtig, was ich... Gott sei Dank, meine Güte. Es ist die Verkleidung, diese Schablone, die gefehlt hat. Aber die Schablone ist nicht auf dem Netzteil, hätte ja sein können. Sondern auf dem Gehäuse. Ach so. Ja, dann war alles okay. Es war schon richtig, was ich gemacht habe. Ich wollte doch auch sagen, also so viel Käse bestellt habe ich doch jetzt auch wieder nicht. Meine Güte. Jetzt muss ich aber nochmal darauf achten, dass es ummantelte Weißkabel sind. Mann. Egal. Dann können wir ja trotzdem weitermachen. Juhu. So falsch war es gar nicht. Es hat einfach nur dieses komische Gehäuse gefehlt. Ich hatte mich nur gefragt... wegen dem HDD, die man anschließen kann. Das ist ja die HDD, aber die ist ja noch nicht mal verbaut. Jetzt machen wir erst dieses Gehäuseteil drauf. Und dann können wir auch die HDD anschließen. Die müssen wir ja erstmal installieren. So, jetzt geht es. Natürlich. Ach so. Das soll ein Mensch wissen. Und alles mit Kunststoff weiß, gell? Ich habe es immer markiert gehabt, die ganze Zeit schon über. Ich hab's nicht einmal geswitcht, oder wie man sagen will. Was sag ich das da? Achso, der hat auch noch andere HDDs unten drin, oder was? Ach so. Noch eine normale, oder was? Gut, sehe ich jetzt nicht. Kann aber nochmal kurz, damit ich einen Blick drauf werfe. Der hat, glaube ich, nicht nur eine SSD. Ich hab's ja bei meinem, bei meinem Rechner auch so. Das sehe ich jetzt natürlich schlecht. Ganz toll. Hier. Da hat er noch eine normale Festplatte drin. Ja, so habe ich es bei mir auch verbaut. Also ich habe jetzt überall die Kabel gechanged. Das ist zwar komisch, also ich zum Beispiel das hier oder so, da denke ich mir halt, hä? Ich habe doch gesagt, das soll ich Kunststoff weiß nehmen. Ja, weißer geht's aber nicht. Seht ihr? Also ich habe jetzt die ganze Zeit, während ich das verbaut habe, allerdings habe ich jetzt nicht auf flexibel oder ummantelt geachtet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt trotzdem. Na gut. Was da für Extrateile gibt... Furchtbar, wie bei mir. Ich habe da letztens auch das geschafft, endlich meinen PC richtig sauber zu machen. Musste aber was weiß ich, was alles abbauen. Aber Wahnsinn. Teilweise so von dieser, wie sagt man da, vertikal eingebauten oder, ja. Hinten, da war so ein Plastikteil, da musste ich hier eine Schraube lösen und von außen und das Plastikteil da rausfummeln. Und dann erst kam ich dran, konnte ich das abziehen und so weiter und dann konnte ich das Ding endlich sauber machen. Fragt nicht nach Sonnenschein. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal alles zu. Es müssten ja keine Teile mehr fehlen, oder? Rückteil vielleicht noch. Und dann habe ich die PSU aber auch ersetzt. Es war exakt dieselbe, by the way, die ich gekauft habe. Nur 50 Watt mehr.
Ich wollte doch auch sagen, sieht das denn aus? Buh. Ich wollte auch sagen, ich habe doch immer darauf geachtet, dass ich praktisch dasselbe Bauteil oder sowas nehme. Es war eigentlich nur eine Kleinigkeit, die falsch war. Das Gehäuseteil. Das Spiel erklärt es einem aber auch nicht richtig. Oder ich habe es nicht richtig gelesen, die Fehlermeldung. Keine Ahnung. Ich hatte den noch gar nicht hochgefahren. Machen wir die üblichen Verdächtigen? Ja, oder machen wir schon? Machen wir das Übliche. Auf jeden Fall den Virenscanner und auf jeden Fall 3D-Mark. Würde ich schon sagen. Ja, doch. Dann können wir den wenigstens machen oder abgeben. Das mit diesem komischen Dia-Verein oder was war das? Aber da bin ich auch mal gespannt. Das ist das erste Mal. Das muss ich, glaube ich, in der neuen Session machen. Nicht traurig sein. Da muss ich einen kompletten PC zusammenbauen. Von null auf. Von gar nichts auf. Das habe ich noch nie gemacht in dem Spiel und auch, ehrlich gesagt auch nicht wirklich im echten Leben. Da traue ich mich nie so richtig ran. Nicht, weil ich es nicht kann, aber auch wegen Angst, was falsch zu machen, Garantie und so weiter, kann ich jetzt so schnell nicht erzählen. Jetzt schauen wir mal wegen Virus, werden wir gleich sehen. Ja, sie hatte, glaube ich, auch sowas gesagt mit Pop-up-Fenster. Und das machen wir auch. Ja, gut. Da bin ich jetzt froh. Und ich habe jetzt kunststoffweiß rein, gell? Wir schauen nochmal. Rauchwölkchen, ist klar. Nachwuchs, Pop-up-Fenster haben wir gemacht. Also PSU haben wir ersetzt, die Viren sind weg. Und Kunststoff-Weißkabel. Ich teste hiermit auch mal, ob es drauf ankommt, ob es ummantelt ist oder flexibel. Oder ob es einfach nur weiß sein muss. Das würde es vereinfachen und verkürzen. Na gut. Was hat er oder sie? 3554 Leistungswert. Irgendwas sagt mir, dass das schon der neue ist. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich glaube, das ist schon der neue. Bisschen vorgegriffen. Und dann können wir den wenigstens kassieren. Ich bin wirklich gespannt mit den Kabeln. Dann ist nur der ein Problem. Der hat einfach nicht gereicht von der Score. Aber das kriege ich mal hin. Und dann können wir gucken, was wir sonst noch machen müssen. Genau. Dann können wir schauen, was wir noch machen müssen. Dann können wir den dann hier abgeben. Genau. Der ist auf dem Transportweg und der ist leider nicht stark genug. Da müsste man noch was bestellen, beziehungsweise haben wir ja schon. Und dann können wir zum 18. gehen, wobei ich sagen muss, mit dem Ortsverein, also da habe ich Schiss. Da möchte ich vielleicht erstmal, wobei ich will die vom 18. Jahr nicht schon fertig machen, aber das muss ich in der neuen Session machen. Auch die Bestellung und das alles, weil das dauert. Das dauert eine ganze Folge, das zu bestellen. Da gucken wir uns erstmal den Rest an. Ich warte jetzt kurz, bis das 3D-Mark fertig ist. Ja, ist jetzt hier mit... Ja, 3500. War es nicht gerade eben auch schon so? Ich glaube, das war ein bisschen vorgegriffen. Das macht aber nichts. Scoremäßig kann man ja echt nicht meckern. Wirklich nicht. Viren hat er keine mehr. Gemacht ist es. Ich denke, das passt. Ich würde sagen, das ist okay. Die PSU haben wir ersetzt. Virus ist raus. Ich habe mich gerade gefragt, ich habe ja nicht am Kühler rumgespielt, oder? Nee, habe ich nicht. Ich dachte nur wegen... Kühlpaste, aber wir waren ja gar nicht am Prozessor. Ja, also eigentlich nicht. Das ist jetzt der da. Wir sehen nochmal die Daten. Wir haben das Cooler Master eingebaut. Wir haben die Kunststoff-Weißkabel eingebaut. Mehr wollte sie nicht. Wir waren jetzt nicht am Prozessor oder sonst was dran. Haben wir nichts geändert. Die Festplatte haben wir geändert. Also im Sinne von kurz rausgeholt. Aber da brauchen wir ja nichts irgendwie. Und ich hoffe auch nicht, dass wir irgendwelche Kabellagen verschludert haben oder so. Wir schauen lieber nochmal. Müsste da nicht irgendwie Prozessoren? Das kann ich jetzt gar nicht sehen. Ich wollte sagen PC-Teile oder sowas. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich will das schon wissen. Lass mich bitte hier gucken, wegen auf den Screen will ich. Ne, so, nur wieder diese PCI-Abdeckung. Aber die haben wir immer wieder drin gehabt. Das kann ich, glaube ich, nicht ernst nehmen. Ich wollte halt schauen, nicht, dass hier doch noch eine Abdeckung, da waren so viele Abdeckungen. Ne, es sind nur die PCI-Abdeckungen. Und die sind immer übrig. Hier ist auch keine Öffnung oder Loch oder sowas. Also, habe ich jetzt nicht das Gefühl. Ne, es müsste passen. Ich wollte eigentlich auch nur auf Nummer sicher gehen. Kein Bock auf 4 Sterne.
Ja gut, also wie gesagt. Ah, wie oft muss ich heute. Hallo. Ist ersetzt. 60 Euro ist auch im Budget. Darf man nicht vergessen. Passt. Die Score ist gut. Aber das ist ja eh ihr Score. Ich habe ja nichts verbessert. Ne, es müsste passen. Kann ich kassieren. Repariert ist das Rauchwölkchen. Der Virus ist weg und Kunststoff weiß habe ich verbaut. Mehr kann ich nicht machen. Und es sind auch 5 Sterne. PSU, haben Sie funktionsfähig eingebaut? Glücklicher könnte ich gar nicht sein. Hoffentlich. Ich habe jetzt gerade mich gefragt. Ne, der andere hat wirklich nichts gesagt, gell? Na gut. Na also. Vor allen Dingen, also, man kann ja kaum noch erkennen. Also 5 schaffe ich halt nicht, weil ich halt immer mal 4 hatte. Das geht halt nicht. Wenn selbst wenn es 99,9% ist, ist es nicht 5. Außer er macht sowas wie Toleranz. Ja gut, bin ich zufrieden. Jetzt steht hier auch nur noch der eine, wo ich einfach nicht hinbekommen habe. Die Score passt ja nicht. Dann können wir das verwerfen. Das ist der, der da steht. Den können wir verwerfen. Juhu. Und das ist der, der leider nur auf dem Transportweg ist. Das haben wir vergessen. Den stellen wir mal hinten an. Also ich kann das jetzt in der Folge nicht mehr zusammensuchen. Machen wir den da. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Okay, von Gabriel Penibel oder Gabriel, was auch immer. Mädchengenossenschaft. Also Gabriele oder was? Alles klar, Fragezeichen. Denken Sie, Sie könnten für mich ein... Was? Für mich einige... Achso, Upgrades vornehmen. Könnten Sie leistungsmäßig auf einen Wert um 4004 abzielen? Mal gespannt, ob ich es diesmal hinbekomme. Der Auftrag muss schnell erledigt werden, spätestens am 29. Ja gut, das ist ja wohl nicht das Thema. Heute haben wir was? Weiß ich gar nicht. 22. oder so. Ich habe gelesen, Teile von Intel sind richtig gut. Von mir aus. Mir ist bewusst, dass Gebrauchteile, ja, okay, also Neuteile. Leistungswert von 4,4. Ja, bitte, wo steht er im Augenblick? 3,4,1. 3,8,4,1. Anschafft? Was? Das sind gerade mal starke 150, die ich besser machen muss. Das lohnt sich ja kaum. Und ein Budget von 400. Ich frage mich manchmal auch, macht das überhaupt einen Unterschied, zum Beispiel einen Arbeitsspeicher bei sowas zu tauschen? Das bringt doch nicht viel mehr Score, oder? Meistens sind es doch die Grafikkarten oder die Prozessoren. Ja. Oder wie seht ihr das? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Was hat er denn für eine Grafikkarte? Ah, die ist doch schlecht. Die könnten wir doch tauschen. Ah, die Schienen GeForce GTX 980. Die brauchen wir doch nicht nehmen. Ah, dann hole ich doch eine gute Grafikkarte. Und das sollte doch den Score, also 150 aufwerten. Dann lasse ich seinen Arbeitsspeicher und auch seinen Prozessor. Und dann gehe ich mal voll auf die Grafikkarte, weil die scoret doch normalerweise richtig gut. Oder? Dann nehme ich das Beste vom Besten. Halt auch eine GTX, aber eine gescheite. Die 150 Punkte, ja, der hat schon 3,8 und 4,4. Na toll, das ist ja wohl kein Thema. Dann schauen wir mal nach Grafikkarten. Also A kann ich den mal annehmen. Und B, ja, das schauen wir mal. Ja, dass ich immer zweimal klicke, weil es in letzter Zeit... Na, ist egal. 400er Budget, wir machen mal... Ich würde halt eine GTX nehmen, eigentlich. Sie hat was von Intel gesagt, aber Intel gibt es ja nicht... Also bei Grafikkarten, nee. Ich mache mal GTX... Genau, und dann machen wir mal. Genau. Wir können es auch andersrum machen. Ich glaube, das ist einfacher. Also, die sind zu teuer. Also die zum Beispiel, ne? MSI GeForce GTX 980 mit 4 GB. Das könnte ich zum Beispiel nehmen für 350. Ich behaupte mal, das würde pushen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Gigabyte die hat. Steht da nichts. Schien GeForce GTX 980. Finde ich die hier? Das ist die da. Schien GeForce GTX 980. Gut, da ist Gamer XL. Das ist die, oder? Schien GeForce GTX 980. Aber das Problem ist, da ist der Unterschied aber gar nicht so groß genug. Schien GeForce GTX 980. Das ist schon eine 4 GB. Nicht, dass ich wieder da fast nichts besser mache. Das ist die. Wobei Gamer. Gamer heißt es jetzt nicht, aber das ist jetzt ja auch egal. Oder heißt die Gamer? Gamer, das ist genau die. Ja, aber das ist natürlich haarig. Das ist genau die da. Die kostet schon 340. Da brauche ich ihr nicht die da abstellen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Und auch nicht die da, die XL. Und das ist schon zu teuer. Also an der Grafikkarte brauche ich dann nicht rangehen. Das macht keinen Sinn. Die hat schon eine überraschend gute Grafikkarte. Dann ist es der Prozessor. i5 6600 hat sie. Dann nehme ich halt einen i7. Oder?
Das kannst du sich auf jeden Fall leisten. Ein i7 6700. Also wenn das die Score nicht pusht, weiß ich auch nicht. Sie hat ein i5 und ich hole ihr ein i7. Da könnte ich sogar, wie soll ich sagen? Ja gut, ist jetzt doof, weil es ist natürlich noch im Transportweg. Aber ich habe einen da, einen i7 6700. Das könnte ich sogar testen, ob das die Score pusht. Aber das würde gehen. Also i5 6.6 und i7 6.7 oder was? Also das müsste ja wohl einen Unterschied ausmachen. Ob das jetzt 150 sind, aber das müsste einen Unterschied ausmachen. Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube, Arbeitsspeicher, das braucht es nicht unbedingt. Vor allem müsste ich einen 16er Riegel kaufen, weil ich muss den ja rausmachen. Wenn dann, da wird das Budget nicht reichen. Ich hätte halt gesagt, ich hole ihr einfach ein gescheites Dings hier. Für 250 ein gescheites Intel Core. Würde ich sagen. Oder gibt es noch einen teureren? Nö, oder? Ich glaube, das ist schon der beste. Nö, das ist schon der. Da ist ja sogar einer im Inventar. Das machen wir mal in den Warenkorb. Achso, ist das wieder, oder? Ah, ne, es sind verschiedene. Okay. Was ich mich jetzt gerade nur frage. Achso, das ist ein i5. Okay, wenn ich nichts gesagt habe. Ich dachte, hä, warum ist das? Aber das ist ein i5. Das habe ich für den anderen wahrscheinlich gemacht. Budgetsmäßig. Ja, also sie könnte zwar noch für 150 sich was holen, aber was soll ich jetzt noch updaten? Für 150 kriege ich jetzt nichts mehr, also. Was denn? Besserer Arbeitsspeicher vielleicht noch. Sie hat einen Schienen. Da müsste ich einen 16er Schienenriegel oder irgendwas, was günstig wäre. Ich meine, kann ich schon probieren. Es muss auf jeden Fall neu sein. 16. Auf jeden Fall 16. Wobei, sie könnte es sich leisten. Genau 150. Dieser Team Group Silver. Zumindest der 2666. Das würde gehen. In der Hoffnung, dass es die Score auch noch ein bisschen pusht. Weil der Prozessor kostet 250. Und der Arbeitsspeicher. Oh, sag mal, was ist denn los heute? Ich halte es nicht aus. Es wird Zeit, dass die Session bald aus ist. Der Arbeitsspeicher 150. Also sind es 400. Das ist genau ihr Budget. Dann mache ich das. Das ist okay. Damit kann ich leben. Und wenn dann die Score nicht oben ist, dann weiß ich auch nicht. Dann bestelle ich noch für 150 diesen 16er. Dann hat sie einen neuen Riegel und einen neuen Prozessor. Das ist nicht der beste Riegel, aber ist ja egal. Ist im Budget. Geil. Dann sind die zwei Sachen für sie. Es kostet genau 400. Und das müsste reichen für die Score. Also würde ich schon sagen. Okay, gut. Das heißt also, da müssen wir warten, bis die eine Ware geliefert wird. Der ist auf dem Transportweg, der ist auf dem Transportweg. Und da war ich mir ein bisschen unsicher. Das möchte ich. Kann ich schon annehmen, das ist nicht der Punkt. Das muss ich aber in der neuen Session dann in aller Ruhe zusammenbauen, weil da muss ich ja Teil für Teil, sogar beim Gehäuse. Da freue ich mich fast schon drauf, das habe ich noch nie gemacht. Da würde ich aber trotzdem, ich glaube nicht, dass ich alle auf einmal hier bestellen würde, aber ich würde vielleicht nachschauen, ob einer dabei ist von diesen 19. Öster, die es eilig haben. Da ist wieder einer mit 1000 Texten. Schon wieder Blake Petterberg, der hat schon mal geschrieben, diese Nervensäge. Ultraschneller Mönch. Ich weigere mich, das jetzt in dieser Folge noch zu lesen. Tim, redet von Tim. Diagnose stellen und reparieren, aber von eilig hat es da niemand gehabt. Auch nicht eilig, also hier sehe zumindest nichts. Lauter so 3D-Mark-Sachen. Pop-up-Fenster. Nö. Wer will hellgrau? Wer will denn sowas? Ja, ist die Frage natürlich. Eigentlich egal. Also eilig hat es da keiner. Ich werde in der nächsten Session einfach dann. Ich glaube nicht, dass ich gleich alle machen werde. Aber so, ja, weiß ich nicht, zwei oder so. Die zwei oder je nachdem. So dass ich halt nie mehr wie vier, fünf Rechner rumstehen habe. Das ist nicht so meins, weil, wie gesagt, der Rechner steht jetzt rum, der kommt. Der wäre dann auch dabei. Das wäre schon der dritte. Der ist auf dem Transportweg. Es sind schon vier. Dann würde ich maximal vielleicht ein oder zwei noch mitnehmen. Sonst wird es zu unübersichtlich. Und da bin ich gespannt. Also bei dem. Da muss ich von Grund auf 750 ausgeben. Mit Gehäuse, mit Schrauben. Keine Ahnung. Das wird spannend. Na gut. Lassen wir das einfach mal so offen stehen. Das war auch schon wieder die Session PC Building Simulator. Wenn ihr diese Folge seht, habe ich zumindest mal diesen 12. Juli überlebt. Weil die Folge müsste, glaube ich, irgendwann am 13. oder so laufen. Oder ich weiß es gar nicht so genau. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Es war nicht ohne, aber ich gebe mein Bestes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ruhig ein Like da. Kommentiert, wenn ihr wollt.
Lasst ein Abo da, müsst ihr dann aber auch die Glocke anmachen, sonst macht es nicht viel Sinn. Und dann bin ich froh, dass ihr hier dabei seid oder dabei wart. Und ich hoffe, ich kann euch noch viel mehr Folgen in Zukunft bringen. Ja, unzählige. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Session und in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.